Herzlich willkommen zu unserem heutigen Video, in dem wir uns mit der Frage befassen, warum streikt Verdi eigentlich dauernd? Verdi, eine der größten Gewerkschaften in Deutschland, organisiert regelmäßig Streiks in verschiedenen Branchen. Aber was sind die Gründe dafür? Lass uns das genauer untersuchen. Erster Grund für Streiks: Verdi ruft zu Streiks auf, wenn Arbeitgeber unzureichende Angebote für Gehaltserhöhungen und bessere Arbeitsbedingungen machen. Dies ist oft ein letzter Ausweg nach gescheiterten Verhandlungen. Zweite Gründe für aktuelle Streiks: steigende Preise für Lebensmittel und Energie sowie Zurückhaltung bei Lohnerhöhungen während der Corona-Pandemie führen zu aktuellen Streiks. Die Arbeitnehmer wollen eine angemessene Entlohnung für ihre harte Arbeit. Dritte Auswirkungen der Streiks: die Streiks zielen darauf ab, bessere Arbeitsbedingungen für alle Arbeitnehmer zu schaffen und die Arbeitsqualität insgesamt zu verbessern. Dies kann langfristig zu einem positiven Wandel in der Arbeitswelt führen. Vierte Streiks als letztes Mittel: Verdi organisiert Streiks erst, nachdem alle anderen Verhandlungsmöglichkeiten ausgeschöpft wurden. Die Streiks sind daher oft das Ergebnis einer langen Reihe von vergeblichen Verhandlungen. Zusammenfassend ist es wichtig zu verstehen, dass Streiks von Verdi nicht nur legitim, sondern auch notwendig sind, um für die Interessen der Arbeitnehmer einzutreten. Sie sind ein Mittel, um faire Löhne und bessere Arbeitsbedingungen zu erreichen. Wenn du weitere Fragen hast, zögere nicht, sie in den Kommentaren zu stellen. Vielen Dank fürs Zuschauen.